Supermodel Kendall Jenner versucht, ihren aufsehenerregenden Auftritt in einem sexy Kleid zur Hochzeit ihrer besten Freundin zu erklären. Statt auf die Braut, waren alle Augen auf Kendall Jenner, 26, gerichtet, als sie zur Hochzeit ihrer besten Freundin Lauren Perez, 30, in Miami in einem sehr sexy Hauch von nichts erschien. Social Media geriet daraufhin in Aufruhr. Das Model erntete selbst von ihren eigenen Fans viel Gegenwind für diesen skandalösen Auftritt und gerät jetzt in Erklärungsnot dafür, dass sie die Braut an ihrem schönsten Tag des Lebens komplett in den Schatten stellte. Kendall Jenner, mit sexy Auftritt zieht sie alle Blicke auf sich, nachdem die 26-jährige Jenner neben Bella Hadid, 25, bei der Hochzeit ihrer Freundin im November 2021 als Brautjungfer erst in einem sexy Cutout-Dress erschien. Zog die Gruppe der Brautjungfern sich für den Empfang noch schnell um und erschien anschließend in formellen, blauen Seidenkleidern. Doch ein Album an Fotos, in denen das Supermodel sich zu Beginn der Hochzeit im sexy Cutout-Dress zeigt, landete dennoch auf Instagram, entsetzte ihre Fans und versetzte sie in Aufruhr. Kendall Jenner, ich habe die Braut zuvor um Erlaubnis gebeten, ist es wirklich angebracht, so viel Haut zur Hochzeit der besten Freundin zu zeigen und der Braut alle Aufmerksamkeit zu rauben? Unangemessenes Outfit bei einer Hochzeit at Kendall Jenner, ich schäme mich für dich, kommentierte eine Person. So respektlos, das zu tragen. Auf jedem Foto schaut man automatisch auf sie, nicht die Braut. Es ist wie eine Anleitung zu, wie stehle ich der Braut die Show, schreibt eine andere. Doch Kendall Jenner versucht sich jetzt gegen die Kritik zu retten. Das Model behauptet unter einem Kritikkommentar auf Instagram, sie habe die Braut Lauren Perez zuvor um Erlaubnis gebeten, ein so skandalöses Kleid zu ihrer Hochzeitsfeier tragen zu dürfen und die hätte nichts dagegen gehabt.